Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen Folge Assassin's Creed Odyssey. Heute geht es zuallererst gegen diese Hyäne hier drüben und dann begeben wir uns weiter nach Mykonos. Habe ich jetzt einfach mal so entschieden. Ich meine, da haben wir eine neue Questreihe, es sind ein paar kleine Inseln. Werden wir ein bisschen was Niedliches zu tun haben vielleicht. Und ja, alles in allem denke ich, aber das passt ganz gut. Gut, mit Schleichen ist hier wohl nix. Überleg noch. Aua! Das war jetzt quatschig, was ich gemacht habe. So, und nun? Nice. Ja, gut, haben wir es doch schon. Ja. Geht schon, geht schon. Man muss ein bisschen gucken, aber dann passt das eigentlich. So, Mykonos, da oben haben wir hier irgendwie... Nee, ne, haben wir nichts. Das ist schon verrückt. Haben wir hier was? Nee. Keine Schnellreise hier die ganze Zeit. Na gut, wir hätten hier eine. Naxos. Oder hier. Ja, da würde ich hier hin. Aber wahrscheinlich geht das jetzt nicht, weil... Ah ja. Genau. Es ist aber auch, wie die ganze Zeit gelacht hat, ne? Die Hyäne. Das ist schon geil gewesen. War ein bisschen nervig manchmal, aber war das schon gut. So, pass auf, dann gehen wir hier rüber. Dann gehen wir da hin. Das müssen wir dann halt jetzt ganz kurz erkunden. Das ist dann so. Dann holen wir die Adrastea dorthin. Und dann segeln wir da rüber. Nach Mykonos. Zup. Könnten wir eigentlich mal schnell noch die Sachen lagern, die wir jetzt nicht brauchen. Das kann rein. Das. Okay. So. Macht euch bereit zum Ablegen! Kapitän am Steuer! Los geht's! Nur treibt etwas! Wir können es herausfischen. Ja, das wollte ich ja auch. Ja. Ruder ausheben! Ja, wir haben auch ein neues Design vom Schiff, ne? Habe ich hier noch gar nicht gezeigt, glaube ich. Genau. Habe ich auch gefunden, wieder beim Umhergondelieren.
ganz schön viele Piraten hier wieder unterwegs. Aber da können wir uns jetzt nicht drum kümmern gerade. Warte mal. Ja, ich wollte gerade sagen, da können wir doch eigentlich gleich erstmal hier rüber gehen. Dann machen wir die erstmal platt. So, und jetzt mal. Wir sollten sie passieren lassen, Kapitän. Es ist kein Kriegsschiff. Hilft nicht, ne? Schade. Wir werden auf dich warten, Kapitän. Ja, macht mal. Macht mal, wartet mal. Ich bin mal kurz da drüben, ne? Ich muss das mal hier kurz auseinandernehmen. Ah, schönes Schiff. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Echt jetzt? Machen wir das jetzt wirklich hier unten aus, ja? Wenn ihr das so wollt. Jetzt kommt der nächste an. Du weißt einfach nicht, wann Schluss ist. Ja, doch. Dann, wenn du tot bist. In aller Regel. Doc? Schluss. Machen wir das jetzt alles hier unten oder was? Kann ja auch nicht wahr sein. Ja, der hat mich abgeblockt. Der Arsch. Weil ich wollte eigentlich gerade, oder ich hab gedrückt, aber der hat mich nicht gelassen. Naja gut, dann machen wir es nochmal. Da war ich jetzt einfach nicht zu sanft genug.
Verkörperung Kallas anblies. Jemand wird dafür zahlen. Ja, du zum Beispiel. Guck, gezahlt. Wo nochmal? Da haben wir noch einen. Oh, gut. Guck doch noch, hä, was ist das hier für Blut auf dem Boden? Da. Griechenland wurde endlich befreit von dir. Kultist weg. Erledigt. Sehr schön. So. Klopp. Ihr seid frei. Gerettet. Seid ihr meine Seelen? Danke dir. Alle frei? Jawohl. Haben wir auf jeden Fall erstmal alle befreit, auch wenn die hier wieder blöd in der Gegend rumstehen, nur noch, naja, wie das halt immer so ist. Ne? Ein Glück ist das hier kein Clown, weil wenn da jetzt Diebstahl gewesen wäre, um Gottes Willen, hätte ich wieder sonst was wie hohes Kopfgeld bekommen. Ja, was haben wir denn hier? Ist einfach nur kaputt, ja. Oh, schade eigentlich. Schön aus. Hm? Ach so. So. Blub. Blub. Ja. Ne? Ja, ich muss mir bei solchen Kampfgeschichten muss ich mir ein bisschen angewöhnen, einfach mehr Platz zum Heilen zu lassen und nicht so einen auf, ich will jetzt hier durchbürsten oder sonst irgendwie, sondern los, dass du wieder da bist, Kapitän. Zeit geben und so weiter. Das vergesse ich immer ganz gerne. So, na dann. Schauen wir doch mal, was hier jetzt auf uns zukommt. Ah, Delos und Mykonos. Zwei Seiten derselben Münze. Delos, der heilige Geburtsort von Artemis und Apollon. Und Mykonos, wo die Leute alles tun, was auf Delos verboten ist. Lies es mir nochmal vor. Söldnerin mit dem Adler,
Das bist du? Podarkes, der grausame Herrscher von Delos, stiehlt das Geld aus unseren Taschen und das Essen aus unseren Mündern. Und all das für seine Unersättliche. Ja, seine unersättliche Machtgier. Podarkes gehört zu Ihnen, Barnabas. Zu denen, die meine Familie verfolgen. Lies weiter. Wir sind eine kleine, schlagkräftige Rebellengruppe, die dich gut bezahlt, wenn du uns hilfst, unseren Unterdrücker zu stürzen. Ich bete, dass der Wind dich schnell zu unserer Küste führt, Söldnerin. Unser Volk leidet. Unterzeichnet mit Kyra. Kyra? Mir das jetzt irgendwie bekannt vor, oder denke ich das gerade wieder nur? Ah! Nee, alles klar. Eine Freundin hatte das als einer ihrer alter Egos sozusagen. Wir kommen gerade rechtzeitig, um zu helfen. Siehst du, Poseidon wollte dich nicht ertränken. Er brachte dich nur dorthin, wo du gebraucht wirst. Und das aggressiv. Steht da, wo diese Kyra ist? Zwei Orte sind markiert. Ein Lager an der Nordwestküste und ein Versteck, das aussieht, als wäre es unterhalb der Stadt. Podarkes scheint ein grausamer Mann zu sein. Schlimmer noch. Ich hörte von einer Familie, die mit den Abgaben für die Götter im Rückstand war. Podarkes schickte seine Männer und raubte die Kinder aus ihren Betten. Was? Als ihre Eltern aufstanden, um die Tiere zu füttern, bemerkten sie, dass die Tiere bereits gefüttert wurden mit den Leichen ihrer Söhne. Oh nein! Je eher ich dieses Monster zu Hades schicke, desto besser. Sogar Hades würde vor ihm erschaudern. Okay, für den müssen wir uns was ganz Besonderes ausdenken. Es ist nett hier. Diese Inseln haben eine Riesengeschichte. Wir haben keine Zeit, Barnabas. Ich meinte, Mykonos hat tatsächlich eine Geschichte, die mit Riesen zu tun hat. Apollon war einst mit Hyperboreern aus dem verschneiten Norden befreundet. Eines Tages schickten sie zwei Jungfrauen und fünf ihrer Männer nach Delos, um dem Sohn des Zeus zu opfern. Sie wurden nie wieder gesehen. Und Mykonos? Die Insel besteht aus den Leichen der Riesen, die der legendäre Herakles erschlagen hat. Ich werde vergesslich. Was stand noch gleich in der Nachricht? Söldnerin mit dem Adler. Die Kurzfassung, bitte. Podarkes, grausamer Herrscher, machtgierig, gute Bezahlung, Rebellen, das Volk leidet. Okay. Ich sollte diese Kyra treffen. Ich halte das Schiff bereit, falls wir wieder überstürzt abreißen müssen. Das war Kefalenia. Und es war vor allem deine Schuld. Haha, Schere, Cassandra. Schere, Barnabas. Schere, Bruder. Okay, gut. Jetzt will ich kurz mal was schauen. Ja. Okay. Gut. Ich würde noch mal kurz auf unser Schiff gehen und da mal ablegen. Denn, obwohl, wir können gleich hier noch schnell das machen. Denn ich möchte dort drüben noch gerne einen Schnellreisepunkt haben. Das wäre mir doch schon recht wichtig, da drüben einfach mal noch irgendwo anlegen zu können. Vielleicht einmal dort so um die Insel zur Hälfte rum oder so. Dass wir einfach einen Schnellreisepunkt haben, wo wir uns dann eben hinbegeben können, falls wir zwischen den Inseln hin und her wechseln müssen. Ne? Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt machen sollte oder... Ja, vielleicht kann ich das auch einfach zwischendrin mal machen. Vielleicht müssen wir das jetzt gar nicht tun. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal Step by Step
Baby. Die Seite durch, beziehungsweise die Insel hier durch. Und dann kann man da noch abtauchen und ja. Gut, dann danach. Wo bist du? Oh, das ließ sich gerade ganz schlecht sehen. Okay, gut. Gut, also wir haben hier, ach, den grünen, da haben wir einiges hier zum... sind wir auf einmal doch irgendwie in Venedig gelandet? Nein. Die würden mich, glaube ich, schlagen. Wenn ich das hier so betiteln würde. Ja, jetzt... Also, ey, du kannst sonst was für akrobatische Sachen machen, aber hier drüber kannst du nicht... Das geht wieder, aber hier nicht. Mykonos ist viel betriebsamer als Kefalenia. Markus würde es hier gefallen. Das stimmt. Gasthaus. So, darf ich hier rein oder darf ich hier nicht rein? Da ist das Rebellenversteck. Okay. Ich meine, sonst sind wir ja eher so mit Badehäusern bekannt und wie begeistert immer dort reinzugehen. Aber ich weiß nicht, können wir hier... Nein. Ja, ist ja gut. Los, nicht sehen lassen. Jetzt habt ihr mich aber schon so ein bisschen angefixt, was das angeht, ne? Schön hier. Oh, ist das cool. Das ist echt schön gemacht hier. Ganz, ganz, ganz im Ernst. Das fetzt. Da kommen wir nicht rein. Oh. Ja, ätzend. Gesehen, wie die hier mit dem Kopf aufgedonnert ist. Das muss doch wehtun. Scheint ein guter Ort für ein Versteck zu sein. Moment. Wie geil ist das denn? Hier einfach nur gerade rein und dann so, boah. Oh, ist das cool. Aber gut, hier geht's dann zum Rebellenversteck, ne? Da wollen wir jetzt gar nicht hin. Das ist zwar cool hier unten und so, aber da wollen wir ja jetzt gar nicht hin. Ich glaube nicht, dass ich von hier irgendwie in die... Ich hatte es eigentlich gedacht, aber jetzt, wo ich sehe... werden wir da nicht ins Gasthaus reinkommen. Also, ja. Dann müssen wir doch den anderen Weg gehen. Der mir aber nicht wirklich gefällt, muss ich sagen. Da müsste ich mich ja jetzt hier irgendwo gut verstecken. Was aber nicht ganz weit weg ist. Und dann von dort aus mit dem Pfeil irgendwie rumhantieren.
Heute nicht, du Wurm. Verschwinde von hier. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Ja. Ich mich hier schon wieder ziemlich lang an sowas auf, ne? Fällt mir eigentlich gar nicht. Ja, kann ich auch nicht rein. Hier irgendwie rennen? Nee. Ja, man muss halt so machen. Ah, Mensch, ich wollte lange drauf drücken. War jetzt nicht die beste Variante, aber ja, es ging. Das war die Hauptsache. Gut. Wunderbar, mehr wollte ich doch gar nicht. So, okay, haben wir hier oben irgendwas? Da haben wir was. Mal hier. Achso, nein. Gut, wo wollen wir dann als nächstes... Oh, das sieht eigentlich total geil aus, ne? Na gut, mit der Aussicht begeben wir uns aber erstmal... Begeben wir uns erstmal in das Folgenende. Vielen Dank fürs Zusehen, macht es gut. Cheerio, ciao.